Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Space Astronomie. Und mit dabei sind natürlich auch die anderen zwei Chaoten, diesmal nur. Ne, nur einer. Lord Livane. Hallöchen. Und der Targon ist noch im, der Triplo ist noch im TS. Ja, und ich bin gerade dabei, den Client neu zu starten. Ja, okay, gut. So, wir haben die Quest fertiggestellt mit den 1500 Cobblestone, 500 Dirt und 250 Gravel und kriegen dafür ein Bayra und Enchanted Book. Und ich nehme mal, was nehme ich denn? Na komm, hier, die Marker. Das Ding, auf das Ding bin ich richtig heiß. Auf das, ich glaube, mein Client verabschiedet sich gerade. Das ist natürlich doof. So, lädst du dich auf? Hier, Marcel, ich will jetzt nicht bei Klaus in der Aufnahme darüber so viel reden. Oh. Guck mal bitte auf dein Handy. Ja, das muss ich wahrscheinlich ein bisschen länger aufladen. So. Zack. Warum geht nicht? Gravitation Suit, okay. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Mod? IC2. Nee. Gravitation Suit? Graviation Suit. Doch, Tatsache. Ach, der muss mit EU aufgeladen werden, das Ding. Scheibenkleister. Ja, okay. Ich komm mal zu dir. Ich habe im Moment nichts, womit du EU aufladen kannst. Gar nichts? Jo. Es ist im Moment alles abgeklemmt. Ah, okay. Willkommen Leute, zurück, Targon. Ich rauch noch einen mit euch und ich denke mal, dann werden die auch aufschlagen. Ja, okay. Ja gut, bist noch mitten in der Aufnahme, ne? So ist es nicht. Ach so. Ja. Ihr seid mitten in der Aufnahme, das ist schön. Ja. Das wusste ich nicht. Wie hieß das Ding, was du da vorhin hattest? Von IC2. Was meinst du jetzt? Was ich abreißen sollte, ins AE reinwerfen. MFE. Ah, MFE, danke. MFE. So, die kann ich ja da hinten einfach anklemmen, ne? An den ELV-Producer. In Keller. In Keller? Ja, weil das schneller geht im Keller. Ah, okay, gut. Na? Ja, danke. So, ah, okay. Na? Und? Ja. Zack, wunderbar. Okay, gut. Ist aufgeladen. Jetzt bin ich mal gespannt auf dieses Ding. Weil ich kenne das nämlich noch gar nicht. So, Lord Livane ist, ne? Und so. Was? Ja, ich bin hier. Ja, servus. Ah, wir sind zu dritt. Okay, gut. Ja, bei mir lohnt sich's leider nicht mehr. Ja, ich leg mich noch fix hin. Spielst schon wieder die Dorfmatratze? Silk Touch Mode disabled. Ah, okay, warte mal, da muss ich wahrscheinlich. Ich leg mich auch erstmal nochmal hin. Na komm. So. Also. So, Marcel, du hast jetzt alle Daten soweit im Teamspeak. So. Optionen, Controls. Was die da wieder aushacken, ich habe keine Ahnung. Das ist nur, damit der feine Herr auch mal endlich ein bisschen, ne? ICT. Ich sag ja, ihm fehlt ja jetzt nur noch ein Video-Capturing-Programm. Also ein Aufnahmeprogramm, like DxStory oder, Fraps. Ja. Apostroph. Done. Done. Back. Wo sich ja wieder die Geister scheiden, welches besser ist, ne? DxStory. Es ist einfach so, die DxStory ist nun mal besser. Ja gut, anscheinend funktioniert das Ding nicht. Hier, kannst du damit was anfangen? Womit? Damit. Ach. Das ist hier... Spitzhacke. Ja. Oder wie eine Spitzhacke halt. Naja, okay, gut. Nur die ist ziemlich... Ich dachte, das wäre eine Waffe. Auch. Silk Touch, okay. Gut, was haben wir denn noch? Leider keinen Knopf konfiguriert. Aber wir haben zwei angeclaimte Rewards. Wo? Ah, Exploring the Universe, cool. Crafting NASA Bench, Getting Fuel, okay. Das, was du da gebaut hast, ist im Prinzip ein All-in-One auf EU-Basis. Und kloppt halt alles weg, was da ist. Ja. Und das teilweise in einer affenartigen Geschwindigkeit und auch in einer eigentlich ganz gut optimierten Geschwindigkeit. Weil, ja, hier kannst du ja selber mal ausprobieren. Ja, ich hab's eben schon ausprobiert. Ah, mal gucken. Kann man vielleicht mal gebrauchen.
Ich glaube, das hat jeder von uns gekriegt, ne? War doch ein. Ja. War das nicht. Boah, ich habe 13 Quests nicht mehr mit abgeschlossen. Hoppala. Ja, und, ist schon ein bisschen. Was da was, ne? Passiert. Ja, keine Ahnung. Was haben wir da? Weiß ich auch nicht. Display Screen. Für was braucht man die eigentlich? Galactic Craft. Display Screens add the final touch to your space base. Right click changes the information was für ein, shown. Was für Marker sollte ich jetzt eigentlich nehmen? Ender oder? Ich habe den Ender genommen. Ja, ich auch. Kannst dann die anderen nehmen. Ja, zu spät. Okay. So, Fuel. Haben wir da drin. Gut. Aber nur, 100, nur 150 Oktan. Ja. Tier 1 Rocket. Oh, die kannst du mal bauen, ne? Ja, wenn ich ein Rezept dafür hätte. Ja, Tier 1 ist drin, oder? Ich weiß nicht, kann ich das mittlerweile nutzen? Weil vorher konnte ja nur ihr die Rezepte nutzen. Tier 1 ist immer drin. Ah, okay, ja, dann kann ich eine Tier 1 Rakete bauen. Ja, gut, sehr schön. Dann kümmere ich mich schon mal um was anderes. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Ja, genau. Storage, nee. Tools und Weapons. Nein, immer noch nicht. Ach. Machines und Equipment. Setup Enhanced Portal. Oder Upgrade. Reactor Coolant Port 2 Stück. Oh komm, machen wir das. Ach so, ja, genau. Was ich noch vergessen hatte. Muss ich aber euch zeigen. Finde ich so ein Rezept dafür. Musst du im NEI gucken. Gibst du Tier 1 Rocket ein oder müsstest du es eigentlich sehen? Ja, ich kann. Zeig mir nur kein Rezept dafür an. Ender. Resonant Ender Bucket. Echt nicht? Ne. Warte mal. Tier 1 Rocket. Also mir zeigt er eins an, wenn ich da drauf klicke. Tier 1 Rocket. 4966 ist die Nummer. Doppelpunkt 4. Nee, nicht Doppelpunkt 4. Einfach nur 4966. Und, hat er's? Ich suche nochmal neu. Ja, okay. Du hast eine. Weißt du, was du da gefunden hast? Du hast die Tier 1 Rocket Pre-Fueled Creative Only. Wenn du mit Doppelpunkt 4. Wenn du das, gib einfach ein 4966. Ja, ich hab schon, ja. Ich hab schon. Also die Resonant Ender Buckets, die haben wir jetzt alle fertig. Wir werden demnächst dann auch den Reaktor damit umbauen. So, Reaktor Coolant Ports sollen wir zwei bauen. Alles craften, ja, okay, gut. Ach komm, ich ruf mir gleich mal den Mod auf hier. Big Access Port, Coolant Port. Oh, was haben wir? Ah, okay. Zack. Brauchen wir zwei Pistons. Dann diese. Ja, da fließen sie ihn schon wieder. So, zack, zack. Hält mir die. Wenn auch schön erkannt. Transfer Node Liquids, zwei Stück. Oh. Warte mal, ich glaube, da brauche ich Transfer Node Liquid. Ah, ne, geht. Okay. Ja, komm, machen wir gleich mal die. Was fehlt denn da jetzt? Ein Eimer. Ernsthaft? Ich habe vorhin zu viel Eimer gemacht. So. Was denn? Ja, ich habe halt so ein bisschen Mechanism Dynamic Tanks gebaut. Okay. Wie viel Speed Upgrades soll man bauen? 320 Speed Upgrades. Sag mal, haben diese noch alle? Was? 320 Speed Upgrades? Wo? Welche Quest? Und World Interaction Upgrades 128. Das ist, Nummer 2. Upgrade to Actively Cooled. 128 World Interaction Upgrades. Ja, super. Alter. World. Läuft, Junge. Ja. Läuft bei dir. Okay, ich brauche Spitzhacken. Viele Spitzhacken. Ja. Oh, jetzt sind die Sticks ausgegangen, geil. Sticks. Stick reicht. So, komm, machen wir mal 400. Ach, na super, ich hab gerade meinen Aschenbecher. Bei mir hat's an der Tür geklingelt. Oh. Und ich hab gerade meinen Aschenbecher runtergeschmissen. Nein, mach doch sowas nicht. Zu beiden Glückwunsch. Ja, okay. So. Pick. 15 habe ich mittlerweile. Ey, das wird eine Krafterei, sag ich dir. Oh, 35.
Hoffentlich geht uns vorher nicht das Eisen aus. 47. Du, da bin ich wieder. WB. Ja, WB. WB. War nur meine Frau, also nichts Wichtiges. Ich bin heute wieder nett, ne? Wow. Oh, hier herrschen harte Töne, was ist los? Ja, ja, es geht. Richtig so. Nein, oh, zu schnell geklickt. Jetzt liegen sie nämlich alle da. Super. So, Pick, wie viel haben wir jetzt davon? 120, wie viel soll man machen? 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 9 und 10. 1 und 2 und 3. So, 64, und 128. Jetzt haben wir sie. Gut. Hätten wir die. Gut, jetzt brauchen wir. Wow, Speed Upgrades 320 Stück. Puh. Haben wir keinen Cleanstone? Haben wir keinen Cleanstone, der scheiß Dings? AE. Habt ihr noch einen? Da waren vorhin noch. Doch. Kommando zurück. Gold, oh je. Nehmen wir mal. Na komm. Ja, passt doch. So, 64, 36, nennt man. Blablabla. Ja, zu wenig. Nein, ich möchte das Rezept doch haben. So. Wie viel waren das jetzt nochmal? 320. 164 habe ich jetzt. Gerade mal die Hälfte. So, und jetzt? Fehlen noch 292. Hammer, 28 brauche ich dann noch. 28. So. Und? Juhu, wir haben es. Und kriegen nochmal 128 dazu. Super. Alter. Was der? Ey, jetzt haben wir 448 Speed-Upgrades. Plus die denn nochmal von den anderen, oder hast du die mit einbezogen? Nee, die habe ich nicht mit einbezogen. Collecting Waste, Cyanid-Reprozessor, okay? Der ist eigentlich einfach. Sag mal, ich habe gerade mal überlegt, wenn ich dich mal so unterbrechen darf, sag mal, die Augment Overclock Modular Gearbox und Unifier und so weiter. Ja. Ob die funktionieren mit dem Igneous Extruder. Hier steht zwar bei Machine Processing Speed. Ja. Aber meine Frage ist, der Dingen braucht keinen Strom. Ob das überhaupt funktioniert. Warte, ich habe da vorhin was gesehen. Thermal Expansion bist du, gell? Genau. Es gibt dieses Augment mit dem Pyroclastic Generation. Das ist für den Igneous Extruder, Batch Size. Ja richtig, das erstellt 64 Cobblestones per Operation. Genau. So, ich will jetzt aber auch noch ein Speed-Upgrade reinhauen. Dass diese 64 Stück noch schneller hergestellt werden. Achso, das müsste eigentlich gehen. Aber du musst, glaube ich, du musst, glaube ich, alle drei Stufen durchgehen. Also mit Level 1, 2 und 3. Dass du die einbauen musst, glaube ich. Das probiere ich aus, weil das Rezept, gut, okay, bei dem. Bei dem einen brauche ich Pyrothium, das dürfte auch nicht das Problem sein, aber ansonsten, die Rezepte, die sind ja nicht so besonders schwer. Also in meinem nächsten Modpack wird an den Rezepten auf jeden Fall rumgedreht. Okay. Die werden aber deutlich schwerer. So mit Gregtech und so weiter. Ja. Und hier mit, wie heißen die nochmal? Instabiles Gebrechen nicht. Er braucht Energie, Mensch. Wie heißen die denn nochmal? Wofür du ein Division-Siegel brauchst und so. Ja. Achso, mit solchen Dingern. Ja. Mit solchen Dingern da drin. Okay. Muss auch Freude aufkommen. Klar. So, wo ist er denn da? So, der kriegt seine Energie. Was braucht denn der Cyanid-Prozessor nochmal? Cyanid. Ja, und? Braucht er irgendwie noch Wasser oder sowas? Ich hab den seit RET V2 oder so nicht mehr verwendet. Ich weiß nur, dass ich den nur schwer automatisiert habe. Da hab ich mir richtig einen abgebrochen bei, das weiß ich noch. Okay. So, machen wir erstmal den. So. World Inter. Action Upgrade, so, was ist das? Network Kabel, ne, das brauche ich nicht. Ich brauche, ach, wie heißen da mal die Kabel?
von Extra Utilities. Extra Utilities. Nein! Oh, dieses blöde NEI. Ja, jetzt kann ich wieder warten. Warten. Oh, ich kann warten. Hm. Ja. Oh, übrigens, nebenbei, ich habe gerade was festgestellt wegen dem Ore-Processing. Yellowrite kann ich mit IC2 nicht verarbeiten. Ah, okay. Weil das würde dann oder müsste dann Uran werden hinterher und das Uran wird dann wiederum kritisch. Dann müsste man theoretisch Schaden nehmen. Okay. Theoretisch. Das ist Weiß doof. Aber auch nicht, was der beste Weg ist für Yellowrite. Ja, dann über die Sackmiller. Glaube, das ist der beste Weg. Aber ich prüfe das mal. Boah, kann ich den Mod nicht mehr auswählen, oder was? Na, oder man macht das über... Nee. Über ein Extract... Nee. Ach, komm. Was? Nee, schon gut. Kabel. Nee. Wie heißen denn die verdammten Kabel von Extra Utils? Warte mal, die haben doch eben kommen. Pipe. Ach, Pipe. Die Berliner. Ja, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Ich weiß es auch nicht. Ja, du hast jetzt im Moment die Ausrede, ja, dass du krank bist, armes Mäuschen, ne? Ja, klar. Ja, so. schön den Bauch ein bisschen pinseln, dann geht die Sache auch wieder ganz von alleine weg. Mhm. Ich hab bloß noch die Frage, verarschst du mich? Nein. Selbstverständlich, nö. Ah, jetzt, ah, natürlich braucht der Wasser dazu. Ach, du Schande. Okay, so. Nimmst du Reservoir, oder? Ja, ich hab's hier schon. So, Cyanid brauchen wir. Ne, Plutonium brauchen wir 2 Stück. Eins haben wir schon. Und dann noch das zweite und dann war's das aber auch für diese Folge. Komm, hier, zweites. Danke. So, sehr schön. Claim Reward. So, das mal rein. Transferpipe, okay. Hm, ja, egal. So, was haben wir dann das nächste Mal? Starting a Basic Turbine. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh ja, HGW und so, ne? Ja, 8x5x5. Diese Turbine wird 10.200 RF pro Tick. Ja, gut. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Gabt euch wohl auch da rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.